So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Zusammen mit dem Kuga. Hallo. Und der Aloexis, der Tana. Hallo. Diesmal war ich richtig. Ich brauch da nicht überlegen. Glückwunsch. Genau. Ach, guck mal, da krabbelt er hinter uns. Guck mal. Da ist doch ein... Ein Held. Deswegen muss ich den Bogen noch beladen. So, mein Freund, komm mal her. Wir müssen weiter Pfeil und Bogen üben. So. Der ging vorbei. Halt doch mal ruhig. So, die machen einen Krach, die Jungs. Das ist ja nicht normal. Halt doch mal ruhig, Alter. So, wir müssen auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Holz sammeln und Federn brauchen wir unbedingt. Mhm. Weil wir brauchen Munition. Und vor allem wollen wir die Hütte hier ein bisschen sichern. Apropos sichern. Ich muss meinen Kram hier mal leer machen. Pass mal auf. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Hier ist Buch, Jagdmesser. Oh, sehr schön. Gleich lernen. Oh, das ist gut. Gleich lernen? Ja. Zack. Oh Gott, das ist noch ein Missy. Geht das alles ziemlich langsam. Und Spikes müssen wir machen, ne? Ja. Spikes. Rezepte. Wo sind sie denn? Da sind sie. Holzstacheln. 34. Ja, in der Zwischenzeit, in der Pause, in der Nacht haben wir jetzt auch eine Forge gebaut. Da brauchen wir jetzt auch Eisen, ne? Stimmt, Eisen müssen wir auch haben. Favoriten. Ja, so ein bisschen. Alter Missy. Nee, du bist ein Kerl. Wir können ja auch Stühle basteln und Holztische, und hast nicht gesehen. Ja, wir können das Holz aber auch erstmal sinnvoll nutzen, bevor wir was machen. Nein, aber das finde ich ja. Nachttisch, hallo? Er möchte sich halt ein bisschen Holz. Die Armbrust wäre nochmal eine feine Sache, ne? Die Armbrust wäre nochmal was Schönes. Ja. Die hat ein bisschen mehr Durchschlagskraft auf jeden Fall. Ja, ist aber, glaube ich, langsamer, ne? Ist langsamer, ja, aber wenn du nur ein Drittel an Schüssen brauchst, ist es egal, dass sie langsamer ist. Stimmt. Dann macht das nichts. Kann man dadurch ein bisschen aufräumen. Problem ist, dass man für die Armbrust zwingend die Eisenspitzen braucht für die Pfeile. Da kannst du nicht mehr die Bolzen mit Steinen machen, so wie früher. Ach, geht nicht also, mehr? Also mehr Eisen sammeln. Ach, du Schande. Wir müssen Eisen sammeln. Und das Rezept muss man auch erstmal finden. Das ist das nämlich, dieses Rezept. Aber komischerweise, manchmal findet man das so schnell. Och, Krankenschwester, Mensch! Ja, genau, wir brauchen zur Not, wir brauchen. Haben wir überhaupt Honig? Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich hatte letztes Mal einen Honig gefunden, aber ich glaube, den hast du schon benutzt. Hab ich? Ja klar, wer sonst? Doch, ich glaube, ihr hattet beide die Seuche und du hast meinen Honig gekriegt, weil ich nicht mitbekommen habe, dass Tana die auch hatte. Alter, stimmt, wie viele Mobs sind denn hier? Sind da Mobsen? Überall stehen hier Zombies, guck mal. Die Horde haben sich hier ins Haus verteilt. Alter, mit diesem 0815 Werkzeug, Alter, nee. Das eine an dem Berg bin ich aber, ne? Ach so, okay. Ja, genau. Denk dran, wir haben Friendly Fire, ne? Wisst Bescheid? Auch wenn ich in der Apokalypse manchmal ein bisschen rieche. Ich bin noch nicht tot. Ich werd's mir merken. So. Also ich bin hier noch nicht weit gekommen, ne? Also die Spikes, die brauchen ja ewig. Die brauchen ja Ewigkeiten. Ja, die brauchen wir. Hab ich die gar nicht. So, erstmal reingucken. Nix. Wo sind die denn da? Ja, schon wieder ein. Wo bleibst du? Ja, ich höre irgendwie auch immer wieder irgendwie welche. Ja, wie gesagt, ich bin noch keine 50 Meter vom Haus weggekommen. Alter. Ja, aber irgendwas war heute Nacht ja auch, ne? Irgendwas lief ja ganz.
extrem schnell um die Ecke. Oder da war eine ganze Menge von. Ja, die haben sich hier so ein bisschen ums Haus verteilt, glaube ich. Also ich finde auf jeden Fall reichlich Eisen. Ach du, da hinten. Ja, komm mal erstmal ein bisschen dichter. So. Sonst macht das ja keinen Spaß. Ja, komm mal, komm her. Hier bin ich. Her. Komm, kusch. Ja, guck, guck, guck. Komm her. Na komm schon. Na, hast du mich entdeckt? Nein. Komm her. Super. Hier Zombies alle leer. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Jetzt hat er mich entdeckt. Ich hatte auch, nur einen da, das Buch und einen anderen. Dann komm her. Was drin. Oh, der ging daneben. Oh, der ging auch daneben. Hallo? Ich glaube, der hat mich nicht entdeckt. Jetzt doch. Sein GPS läuft nicht so richtig. So. Was ist dabei? Nix. Ach, toll. Kommt das schon zu Besuch und hat nichts für dich dabei, ne? Nee, nix mit. Tada! Wir sind jetzt Level 7. Aha! Sehr schön, so soll es sein. Congratulations! Dankeschön! Jetzt kann ich mir den Level 7 Orden abholen. Die Kugel ist ja bestimmt schon Level 10, oder nicht? Level 7. Na, no. Gratulation, ne? Oh, merci. Dann müssen wir den Orden ja teilen. Das ist Mist. Ja, ja. Ich warte, bis du Level 8 bist und dann mal jetzt weiter. Super, was habe ich jetzt hier gefunden? Ach Mensch, ich habe mir die verkehrte Taste hier. Mein Gott, 65 Eisen. Wo habe ich denn die Kohle her? Na, Kohle ist auch gut. Kohle ist schön. So, hier ja, die Ressourcensteine schmeißen ja jetzt immer so zufallsmäßig ein bisschen was ab. Ah. Ja, stimmt, da war ja ein Update. 15.2. Und ich weiß jetzt aber nicht genau, was die gemacht haben. Ja, auch nicht. Ich habe da jetzt nicht, tatsächlich nicht drauf geguckt. Ich aber das mitbekommen, dass da eins war. Aber so schnell wie das kam, also selbst mit meiner bescheidenen Leitung, kann das nicht viel gewesen sein. Das kann nur ein Bugfix oder sowas gewesen sein. Nichts ahnend stehst hier rum, da krabbelt was auf dich zu. Und, was war's? Kleiner nerviger Zombie. Nee. Oh. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ne? Wo kommen die denn her? Da kann ich dir auch nicht sagen. Also ehrlich. Hier gibt's irgendwo ein Nest. Hier muss ein Nest sein, ja. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. So, der typische Steineklopper. Handwerksmeister Level 14. Ich dreh durch. So, komm. Mach den Stein. Alter, mit so einer 0815 Spitzhacke hier, wollte ich gerade sagen. Ist doch noch nicht meine. Aber, so war. Ja. Ich muss dir leider was mitteilen. Oh nein. Leider ist schlecht. Leider hört sich nicht gut an. Dein Goldfisch ist gestorben. Nein. Nein, ich bin Level 8. Sollen wir ihn kicken? Ich mute ihn mal kurz. Sag euch nicht, welches Level ich habe. 9. Verrät sie nicht. Guck's doch nach. Kannst du doch sehen. Jetzt fragt sie, wo denn? Ich frag gar nicht. Nein, nein, ich sag ja nicht. Da, wo du auch Freunde einlädst. Lala. So, gleich mal Eisen brennen, wa? Ich habe die Fort schon angeschmissen, aber du kannst gerne Eisen nachlegen. Super, das ist gut. Und vielleicht auch zwischendurch, ich weiß nicht, wie viel Lehm wir drin haben noch. Noch ein bisschen Lehm schaufeln, wenn du Platz hast. Apropos Schaufel, dann brauche ich eine Schaufel. Ja. Steinschaufel reicht auch am Anfang erstmal. Das stimmt.
Weil für dieses graue Zeug, da sollten wir das Eisen noch nicht verballern für Werkzeug. Nee. Warum ist in meiner Favoritenliste nicht, sind die Spikes da nicht drin? Verstehe ich jetzt nicht. Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht hast du sie nicht ausgewählt. Doch. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Na gut, so, Schaufel. Vielleicht hast du sie doppelt ausgewählt und dadurch wieder abgewählt. Nee. Was haben wir denn hier? Ach, hier ist Sand. Ach Gottes Willen, wo haben wir denn Clay? Ja, ja, Sand ist auch nicht schlecht, da kriegen wir Gläser raus. Ach, tatsächlich? Ja, und zur Not für Beton später. Aha. Aber wir brauchen doch, na gut. Was für ein Sand ist denn das? Bestimmt nur Dreck. Was haben wir denn hier? Dirt-Fragment. Na super. Das ist für ein Eimer. Wo ist denn jetzt hier Clay? Hat einer Clay gesehen? Ne, ich hab hier nur Metall. Ja, diese braunen Punkte. Du rennst genau drauf zu. Ja, halt, stopp. Etwas nach links. Jetzt, geradeaus, geradeaus. Halt, beweg dich doch nicht. Rechts, rechts, rechts. Hör doch auf zu sammeln, weg. Der rötliche Boden vor dir. Du rennst genau drüber. Jetzt rennst du weg. Rötlicher Boden, rötlicher Boden. Ist hier rötlicher Boden? Ja, jetzt genau da. Ja, hier ist rötlicher Boden. Alter, ich trinke Old. So. Jetzt höhlen wir mal hier den Boden aus. Aber das sah so lustig aus auf der Karte, wie er direkt an dem Rand entlang gelaufen ist und nicht draufgegangen ist. Ja. So. Das glaube ich. Hier kommt unser kleiner Teich hin. Für den Garten. So ein bisschen. Weil du wolltest ja ein Haus am See. Ja, ist ja so. Ja, aber da muss ich auch noch. Da muss ich ja eine ganze Ecke schaufeln, bis wir hier Wasser herkriegen. Ja. Kannst ja auch einfach dir theoretisch einen Eimer machen und Wasser holen und da reinkippen. Wie viele Eimer soll er denn bitte schleppen? Es kommt drauf an, wie viele Blöcke er wegblacht. Naja. So. Clay. Clay geht immer fix, ne? Ach, ich hab mal die verkehrte Taste hingegangen hier. Was haben wir hier? 259. Oh, ich stelle fest, ich verhungere und verdurste. Ich glaube, ich muss einen kleinen Zwischenstopp machen. Kleinigkeit. So um 9:30 kann man auch schon mal so ein zweites Frühstück einwerfen. Genau, 9:30. Kleines Frühstückchen, ne? Jo. Wie war das mit Schleichwerbung? Knoppers. Knoppers. So. Komm schon, mein Freund. Komm schon, lauf. Lalalala, lalalala. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Oh nein. Das ist zu schwer wieder, ja? Schon wieder die verkehrte Taste. Ich dreh durch. Zu schwer? Nee. Da müssen wir doch eine Frame hinsetzen, damit wir reinkommen. So, jetzt renne ich hier hoch und so. Oh, da hat einer Fleisch gebraten. Bitte? Da hat einer Fleisch gebraten. Ja, so war. Genau. So war es heute gekocht, hat heute das Menü gemacht. Genau. Ups. Lehmklumpen. So, das haben wir. Pfeile. Ich muss sagen, das ist sehr hart. Das ist Punkt. Oh, das leckt gerade. Leckt gerade. Jetzt red noch mal was. Das ist genau durchgebracht. Sehr delikat. Genau. Das genau. Leckt immer noch. Ja, was du erlebt nebenbei? Hm? Was? Jetzt ist wieder flüssig. Jetzt bist du wieder flüssig. Gut. Also ich lade nichts nebenbei. Ich habe alles aus. Bei mir kann er nicht nebenbei laden. Normalerweise. Kann er nicht? Oh. Nee, ist eigentlich alles ausgestellt. Sobald ich spiele etc. dürfte hier nichts geladen werden. Ach so. So, trinke mal ein bisschen was. Ein bisschen was essen.
Ein bisschen Energiezufuhr ist ja nicht verkehrt. Genau. Machst du gut. Zombie. Och, wir fühlen uns gleich wieder richtig gut. So. Und gleich auch mal nach Hause. Ich hab schon 100, 104 im Leben, Alter. Das ist ja schon wieder... Das passt. Ja, hervorragend. Das passt gar nicht zu mir. Oh, der Amboss ist fertig. Ich muss bald wieder mal ein bisschen Runde sterben hier, vielleicht. Was war das denn hier? Ich schwöre es doch. Rechnet das durch die Decke? Hm. Möglich. Welcher Amboss? Oh. Den ich in der Forge gemacht habe. Ah. Guckst du rein? Ich gucke. Guckst du hier? Guckst du. Nein, wie schön. Ist ja herrlich. Hat das schön gemacht, ne? Es ist fantastisch, also ich, ne? Immer wieder. Ich bin fast stolz auf ihn. Absolut. Das regnet doch hier drinnen. Oder bin ich das? Hast deine Windeln nicht an? Ich schwitze. Natürlich, das hat geregnet drinnen. Hier draußen pisst es auch. Du schwitzt durch die Decke, ja? Also wenn du so viel schwitzt, dass andere Leute meinen, es wäre Regen. Ja. Dann würde ich dir raten, mal zum Arzt zu gehen. Ja, vielleicht. Da stimmt was nicht. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich das doch mal tun. Ich werde nass. Ich bin schon 7% nass. 8%. Apropos, 8%, ich bin Level 8. Juhu! Ja, so langsam wird's. Naja. Och, dieses Werkzeug, ne? Ich bin nicht vorbei, was für ein vernünftiges. Das wird Zeit. Und noch keinmal gestorben. Nee, ich bin von mir selber ganz erstaunt. Und du hast die meisten Kills. Hab ich die? Tatsächlich? Sova? Ist ja beeindruckend. Bist du's? Ach, sei doch ehrlich, du lässt deinen Sohn spielen. Ja, genau. Er sitzt da, Füße auf dem Schreibtisch. Komm kurzer, zock. Ja, genau. Tja, Punktezahl. Guck mal was. Tatsächlich, 29, dreh durch. Steh ich mal ganz oben, das ist mal ganz selten. Ah, das ändert sich alles noch. So, was suche ich jetzt hier? Federn, Holz, genau. Eisen. Genau, so in, ja. In der Reihenfolge. Essen. Stimmt, das ist auch noch was. Da war doch irgendwas. Rezepte. Hier ist Müll. Wie ist damit? Wenn was Gutes drin ist? Nö, war nix. War sozusagen Griffins, Dingens. Ich hab gerade Honig aus dem Baumstumpf gezogen. Juhu. Nicht schlecht, da läuft ein Dicker rum. Ich schleich mich mal ran. Komm her, mein Freund. Du hast mich also gesehen. So. Sterbe, mein Freund, sterbe. Du schreist, das ist ja irre. Fall doch mal um. So, jetzt nochmal. Jetzt, aber jetzt fall um, genau. Wo bist du? Wo bist du da? Ach, da stehst du nochmal auf, das ist ja nicht normal. So. Das siehst du manchmal. Nochmal, jetzt komm. Ach, Mensch, mach doch nicht so ein Larry. So, jetzt komm. Bist du tot? Ja. Hast du was dabei? Oh ja, Painkillers. Das ist gut. Ist gegen die Kopfschmerzen. Federn. Warum finden wir jetzt keine Federn? Das ist doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich suche hier auch schon Unmengen, aber ich finde uns. Sonst, weißt du, was sind. Da fällst du rüber. Ja. Und dann hast du da wieder. Findest du nix. Gibt's doch gar nicht. Juhu, Level up. Glückwunsch. Vogelnest. Ganze 13. Gehen wir mal auf den Bergruf. Und beugen uns mal die Gegend. Was haben wir da hinten? Jetzt fehlt natürlich ein Fernglas, ne? Gibt das sowas überhaupt?
Anna Sniper gibt's das Zielfernglas, ja? Ach, stimmt ja. Ist das nur ein Zombie dann oder nicht? Natürlich ist das ein Zombie. Ich dachte, es gibt was zu essen. Das ist noch eine mehr. Zombies essen ist nicht so, glaube ich, das Delikate. Mm-mm. Ich glaube, das muss nicht sein. Da war doch irgendwo eine. Nun, wo war das Huhn denn? Hühnchen, hallo. Wo bist denn du? Versteckt sich das Viech. Jetzt kommt eine ganze Gang da angerannt. Oh nee, das muss ich jetzt nicht haben. Nö. Wie? Legst du dich schon wieder mit dem halben Hofstadt hier an? Ja, da kommt wieder so ein. So ein kleiner Trupp kommt da angelaufen. Ja. Ein Nest, ich glaub's ja nicht. Was haben wir hier denn? Was ist das denn? Kann ich nicht mehr benutzen. Oh. Hier ist Blei. Ein ganzer Haufen davon. Ein ganzer Haufen Blei. Lass liegen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich lasse das mal liegen. So, Gescheiten Werkzeug machst du den mit einem Schlag weg. Genau, dann ist das ja. Gescheites Werkzeug, das ist dieses ne, Sprichwort oder dieses. Genau. So, Zombies. Wo sind die Vogelnester? Ich glaube, weißt du was? Ich glaube, die klauen uns die Federn hier weg. Ja, ja, ich habe gerade auch die Federn aus dem Zombie gezogen. Siehst du? Ein Jesushuhn. Ein was? Was? Es rennt über den See. Ich sehe es genau. Ach so, ja, hier vorne ist auch so ein Jesus Hirsch. Nein, ja. Ist ja irre. Umlegen. Hirsch. Hirsch hat Futter. Hirsch hat Futter. Ich sehe Jesus Hirsch. Baumstumpf. Ey, ja. Da ist was zu essen drin. Wer packt denn so weit da rein? So. Extra für dich. Ja, glaube ich auch. So, Federn, diese blöden Federn. Da, hier, da ist ein Feder. Erzähl mir. 21 Stück, das ist doch mal schön. So soll das laufen. Da schwimmt ein Hirsch im Wasser rum. Ja, ich jag den schon, wie du siehst. Ach ja, stimmt, ich kann's sehen. Ich jag den schon. Ich versuche auch mal von hier. Das hin. Macht der jetzt einen auf Delfine, ja? Ja. Ich fall doch mal um. Komm, fall um. Yes! Der ist für dich. Ich weiß nicht, ob du ihn kriegst. Ach du meine Güte, ist der tief. Ja, es ist ja das Schlimme. So. Ist aber eine schöne Gegend eigentlich, ne? So nebenbei. Ja. Auch wenn hier so viele Zombies sind, aber trotz alledem ist es schön. Da ist ein Hirsch. Komm her, mein Freund. Komm her. Ja, mein Freund. Komm zu Mama. Ich wollte dich überreden zu sterben. Was hältst du davon? Mach ihn das. Mach ihn. Hoch, hoch. Yes, es ist umgefallen. So, jetzt war ja. Schnippel, was hast du dabei? Rück raus. Du stinkst, ich weiß. Das musst du mir jetzt nicht sagen. Wer stinkt? Ich stinke. Zombies können mich riechen. Ach so. Ja, ich weiß. So. Heute Morgen vergessen, die Zähne zu putzen, ja? Hallo, wir sind in einer Zombie-Apokalypse und ich habe noch keine Zahnbürste gefunden. Ach, das ist auch nebensächlich. Oh, mein Hühnchen. Komm zu Mama. Aber wir müssen mal Augen aufhalten nach dem Deo-Roller. Das wird nämlich Zeit. Ey, Hühnchen. Oh, ich bin erschrocken. Meine Güte. Mutti. Das ist ja interessant. Ich bin gerade gefühlt 20 Meter unter Wasser getaucht, um den Hirsch zu bergen. Und bin nur 55% nass. Bis jetzt hin oder was? Nee. Jetzt aber. Ach, nichts dabei. Machst du einen hier so einen Larry, erschreckst einen total, krieg hier fast einen Herzinfarkt und dann hat die Alte noch nicht mal was dabei. Ach, Mann,
Schämen soll sie sich. Aber ehrlich. Und dann hat sie auch noch so eine Verkleidung, weißt du, von wegen Krankenschwester. Was haben wir hier? Ja. Nix. Oh. Erst den alten Mann so nervös machen, ne? Und ja, dann einfach mit leeren Taschen da stehen. Ja, ja, echt. Wirklich. Die Frauen von heute, ich sag's so. Da. Fuschelnest. Was hast du da drin? Oh, 23 Feder. Das läuft. So läuft das gut. Das klappt. Kann sich da also... Nö. Ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Ist ein Müll. Leerer Müll. So. Apropos. Apropos Müll. Da. Da hinten läuft da läuft eine Schreierin rum. Ja, wegmachen, bevor sie schreit. Ja, das wollte ich gerade machen. Sterben. Ja, nun mach mal nicht. Genau, alles klar. Bist du tot? Oder bist du jetzt nur schockweise umgefallen? Nee, bist tot. Was hast du dabei? Ein Stück Brot. Grünen Toast. Jemand Hunger auf grünen Toast? Nee, ich nehme gleich lieber ein Kotelett. Hör dich, ich sehe dich noch nicht. Kein grünen Toast? So, nee. Was habe ich dabei jetzt? Da. Pfeile. Zack, Pfeile machen. Da bist du, Krabbi. 51 Stück. Wo hängt das denn jetzt? Ach, natürlich. Ach, da, Mann. Komm her, Krabbler. Mein Holz ist ja auch alle. Versteckst du dich denn jetzt hinter den Stein? Hier ist was los. Hier ist was los. Ja. So. So, ich mach mal jetzt hier. Jetzt kannst du aber einmal krabbeln hier, ja? Ich mach mal eine Runde Futter fertig. Machen Sie mal. Genau. Der Plan. Essen ist, nicht? Es soll ja auch schmecken. Vielleicht ein bisschen Bacon und Eggs. Oh, stimmt. Haben wir denn. Ja, stimmt, hier sind Eier. Da ist noch und da ist noch. Lalala. Was ist da drin? Hallo, Nesta. Da ist noch Eichen. Bacon and Eggs. Boah, man, schon nur das Luxusessen hier. So. Und vielleicht auch mal einen Blick auf die Forge schmeißen, ob die noch fleißig am Schmelzen ist. Aber natürlich. Mal mache ich das. Ach, hervorragend. Gekochtes Eichen. Gibt es auch. Nein! Mal. Was? Nein! Was ist passiert? Ah. Da hast du jetzt Wassergläser verschwendet. Nee, hab ich wieder ausgemacht. Und es bringt so gut wie nichts. Kugel, weißt du, der weiß immer alles besser. Ich meine, der weiß auch alles besser. Der weiß immer alles besser. Der weiß es ja auch. Das ist das Schlimme. Geschmolzenes Eisen. 131 Stück, das wird jetzt mal hergestellt. So. Das habt ihr jetzt davon. Jetzt seid ihr alle ganz stille. Ja, ich hab grad my lady hier. Ich werde dir nochmal zwischendurch ein bisschen Wasser besorgen. Ist das eine Idee? Ja, oder? Schaden kann's nicht. Schaden kann's nicht, nein. Alter, was haben wir denn hier? Komm, eine in den Schädel. Das? Verrottetes Fleisch brauchen wir nicht, ne? Nee. Ist ja noch einer. Das sieht hier aus. Alter Schwede. Hat nix. Da. Irgendwie furchtbar. Ist heute Halbseitenscheitel beliebt, oder? Reparieren. Halbseitenscheitel? Der mit dem halboffenen Kopf. Der mal so. Meine. Der ist heute echt beliebt, der Typ. Also der Zombie-Typ, meine ich. Ja, ich finde den, obwohl der relativ viel aushält, relativ einfach, weil er stillhält. Wenn ich da an diesen kleinen Zappelnetten denke, den finde ich viel nerviger. Ja, stimmt. Der geht einem wirklich auf die... Ne? Genau. Das muss ich aber auch mal sagen. So, ich hole mal ein bisschen Wasser, damit wir hier nicht verdursten. Hm? Weil, wie gesagt, Frühstück ist in Gange oder... Sehe schon bald wieder gleich Armbrot. Ja, machst du halt Armbrot. So. Die Wasser.
Geschichten. Fackel brauche ich jetzt nicht. Bitte? Ach, da ist ja noch einer. Komm mal her, Herze. Ach, verdammt, warum drehst du dich jetzt weg von mir? So. Ich will dir doch die Birne vom Schädel schieben. Vom Körper. Vom Schädel. Was haben wir denn hier noch? Ach, Steine. War doch noch eine. Warte mal, apropos. Wie ist der jetzt? Federn. Ich muss da ein bisschen Holz hacken. Das mache ich mal nebenbei. Und ich sehe schon, die Zeit ist wieder durch. Och, die Zeit ist schon wieder durch. Ja, dann. Sag ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir hoffen, das hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann denkt dran, ne? Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Darüber würden wir uns mördermäßig freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es auch, weil sonst können wir es nicht ändern. Tschüss. Genau.